Vermisster Junge aus Oldenburg, bringen Sie neue Spuren nach Joe? Ab 21.06.2022 08:29 die Suche nach dem 8-jährigen Joe von Oldenburg, der seit Freitag vermisst ist, verfolgt die Polizei neue Hinweise. Bis in die Nacht erkundeten zahlreiche Beamte Gebiete im nahegelegenen Bad Zwissenahn. Zeugen behaupten, das Kind gestern im Bezirk Wehren gesehen zu haben, wie die Polizei am Morgen sagte. Darüber hinaus waren schlaue Hunde rund um die KJJ-Klinik getroffen worden. Der Bereich um Wolzi und Swarthmore enthielt ebenfalls den Suchbereich. Die Suche sollte heute fortgesetzt werden, fuhr Polizeisprecher fort. Zeugen berichten immer wieder mit Hinweisen und Beamte wollen alle als wenig Spur jagen. Die Bevölkerung hilft bei der Suche nach einem Kind. Viele Alten helfen den Behörden auch, das Kind zu finden. Einige haben beispielsweise in Chat, Gruppen verbunden und Plakate und Broschüren entworfen. Freiwillige Assistenten teilten die Region unter sich und verteilten Tausende von Notizen mit ihrem Foto. Junge konnte die Suche als Spiel verstehen. Die Polizei schließt nicht aus, dass das Kind mit geistigen Behinderungen die Suche als Spiel und sich versteckt. Ein Unfall sei ebenfalls möglich, sagte er am Montag. Joe hat dunkle und lockige Haare der Schultern, trägt eine Polizeiweste für Kinder mit einem Abdruck und ist barfuß. Die Polizei von Oldenburg akzeptiert Informationen über die vermisste Person in der Telefonnummer 7904115. Joe war in Berex in Donnerschwee. Die Rettungsdienste erwarteten zunächst, dass das Kind versehentlich irgendwo aufgenommen wird. Das brach, sagte die Polizei. Joe wurde kürzlich im alten Berex, Standort im Distrikt Donnerschwee-Olderschwee gesehen. Derzeit fehlen 182 Kinder in Niedrigerer Sachsen. Die Polizei geht im Grunde genommen aus der Gefahr bei vermissten Kindern aus. Laut LKA ist eine schnelle Aktion erforderlich. Plus. Zu jeder Zeit, um 8-minütige Nachrichten aus dem Oldenburg-Studio anzuhören, was in Ihrer Region wichtig ist, können Sie die Aufzeichnung der regionalen Nachrichten von 15 Uhr in NDR 1 Lower Sachsen anhören. 8 Minuten. Dieses Thema in NDR 1 Unteres Sachsen aktuell 21.06.08, 0 Uhr.